Hallo, heute eine weitere Folge der Serie Kultgetränke der 70er und 80er Jahre. Heute gehen wir zurück ins Jahr 1976. Im Radio lief Tina Charles, I Love to Love, You Sexy Thing von Hot Chocolate. Oder Elton John sang mit Kikidi, Don't Go Breaking My Heart. Seine Sachen sind da gelaufen. Und da hat ein Getränk 1976 eingeschlagen wie eine Bombe. Auf keinem Sportfest, auf keiner Party, auf keiner Familienfeier, wo das Getränk nicht gereicht wurde. Es wurde das Kultgetränk des Jahres und es ist über viele Jahre ein Kultgetränk geblieben. Wir haben das dann auch bei sogenannten Faschingsspielen getrunken, im Fußballverein. Da wurde extra abgepfiffen alle paar Minuten und wurde ein Tablett davon gereicht. Heute brauchen wir keinen Maßkrug dazu, denn das Getränk, um das es sich handelt, wisst ihr es, lange bevor es Feigling und solche Sachen gab. Das Kultgetränk schlechthin damals war der Apfelkorn. Er war plötzlich da und nicht mehr wegzudenken. Mit seinen 17-18% war er nicht zu stark, war total aromatisch mit seinem Apfelgeschmack. Apfelsaft und Korn, wie schon der Name sagt, und er hat jedem geschmeckt. Der alten Oma, dem jungen Mädchen, einfach allen. Ich habe den jetzt schon mal vorgekühlt, fast zu viel. Der friert nämlich sogar nach ein paar Stunden ein, weil der Alkohol zu niedrig ist. Wenn wir mal einen testen. Apfelkorn, ja. Auf keiner Party. Ja, da kommt gleich die Eisstücke mit raus. So sieht er aus. Gefährliches Getränk, sehr süffig, momentan nicht so stark. Ich habe ihn lange nicht mehr getrunken. Ich muss sagen, das ist mal wieder was, das hat mal wieder was. Je kälter, desto besser natürlich. Er hat sich bis heute gehalten. Ich weiß nicht, wie groß die Popularität noch ist. Ich glaube nicht mehr so wie in den 70er Jahren. Aber er ist noch im Sortiment. Mal wieder ein richtiges Geschmackserlebnis. So, heute ohne große Gebinde, habe ich ja gesagt. Jetzt werde ich dann mal... Ah, da sieht er ja noch ein bisschen Deko, schaut her. 70er Jahre. Echte Legenden. Im Jahre 76 ist übrigens auch das Bonanza-Fahrrad gestorben, Todesjahr. Ab da war es vorbei mit dem Bonanza-Rad. Gut, das war's zu den Kultgetränken der 70er Jahre. Ich habe noch einen auf der Pfanne, der kommt demnächst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.